Wir haben auf dieser Reise zur neuen Klasse viele Meilensteine durchschritten, Zug um Zug, auch aufeinander aufbauend und immer wieder neu nachdenkend. The next chapter in the history of mobility. For us, the future has a name. The Neue Klasse. Und jetzt kommt der Moment, wo aus diesem Meilenstein Realität wird. Es war ja mitten oder kurz nach der Corona-Krise 2020, wo die Welt ja gar nicht wusste, wie es weitergeht. Und es hat vielleicht auch geholfen, dann diese weitreichende Entscheidung schnell zu treffen. Innerhalb kürzester Zeit, und ich rede über wirklich kurze Zeit, hat sich der Gedanke formiert, wir wollen BMW von innen heraus revolutionieren. Und heute beschreiben wir das ja so, dass wir sagen, wir haben wie eine Generation übersprungen. Uns war allen klar, dass die neue Klasse eigentlich die beste Gelegenheit bieten würde, seit langer Zeit ein Fahrzeug von Grund auf neu zu denken. Dieses Mal hatten wir eine einmalige Chance, auf einem weißen Blatt Papier anzufangen. Eine neue Architektur zu gestalten, alle Baukästen neu zu machen. Das heißt, eine riesige Chance und gleichzeitig aber auch eine riesige Herausforderung. Die neue Klasse entscheidet sehr viel für uns. Wir bringen Technologien nicht nur in die ersten Fahrzeuge, sondern in die gesamte Flotte. Und damit ist es schon entscheidend, was die neue Klasse mit sich bringt und auch, wie gut wir sie auf den Weg bringen. Und es war natürlich klar, wenn Sie das zu einem Wachstumssegment entwickeln wollen, müssen Sie an das Herz von BMW ran. Automobilbau ist natürlich immer auch Gefühl für die Lage. Das können Sie in keinem Excel-Sheet und keiner PowerPoint-Präsentation zusammenfassen. Passt das alles? Und das merken Sie immer an den Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Frank Weber war frisch im Amt und hatte natürlich aus seiner ganzen Historie heraus eine ganz feste Vorstellung, was jetzt zu tun ist technologisch. Eine Organisation kocht auf verschiedenen Herden, da sind Dinge da. Du spürst, Batterietechnologie entwickelt sich so, E-Maschinen so, Digitales und Bordnetze entwickeln sich. Also alles entwickelt sich um dich herum. Und die Kunst ist es, immer die Momente abzugreifen, wenn du spürst, wo bestimmte Technologien stehen und das dann zu einem Gesamtkunstwerk zu verbinden. Das ist Auto. Und jetzt beginnt natürlich die Phase auch in der Entwicklung, wo dieses Auto in Serie geht, wo also aus einem Fahrzeug Tausende gemacht werden. Und das ist ein bisschen eine eigene Herausforderung nochmal, in dem das Entwicklungsressort natürlich eine große Rolle spielt. Und jetzt ist Joachim Post da, der ein ganz starker Mitgestalter war. Insofern dieser Übergang, der war fast natürlich. Den iX3 als Entwicklungsvorstand mit der Mannschaft in Serie bringen zu können, das ist schon ganz was Besonderes. Da muss die Qualität sichergestellt werden, die Stückzahlen müssen schnell hochgefahren werden, weil am Ende viele Kunden natürlich auf das Produkt warten. Die Fähigkeit, Innovationen zu integrieren in ein gesamtes Fahrzeug und daraus dann auch eine Industrialisierung umzusetzen, das zeichnet uns ja aus. Da steckt viel Pionierarbeit drin. Im Werk Debrecen starten wir ja die Produktion erstmalig und kommen ja mit sehr vielen neuen Technologien. Also 1961 ist die neue Klasse vorgestellt worden und hat im Grunde den Startschuss gegeben für eine ganz neue Ära bei BMW. Der Umsatz hat sich versiebenfacht, das Volumen hat sich verdreifacht innerhalb weniger Jahre. Und das alles hatte mit einem Produkt zu tun, was überzeugend war, was attraktiv war und die Freude am Fahren eigentlich erst aus der Taufe gehoben hat. The
once-in-a-lifetime opportunity. And we wanted to make the most of it. We quickly aligned on how we envisioned the Neue Klasse. All of us. The Neue Klasse is driven by 150,000 employees, highly engaged, all of them with a strong desire to initiate change, to implement innovation, and to strive for the next level. We have all reinvented ourselves. Likewise, data-driven and AI-powered is our iSupply Chain. Ein Signal in Richtung Zukunft, ein Signal in Richtung Aufbruch. We'll transform BMW again. As we define the next era, what better name is there than Neue Klasse? Und ich glaube, daraus ergibt sich schon die Parallelität zu dem, was die Neue Klasse damals war und was sie für uns heute wieder bedeutet. Das ist wirklich ein ernsthafter Sprung in die Zukunft.